Hallo zusammen, ihr die Heime und hallo zusammen, ihr da, das wisst ihr! Ein mega Publikum! Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wir um diese Zeit das live spielen. Und ganz genau, weil wir alle das wisst ihr, da zu Bern sind, spielen wir 4 Live-Spiele am Tag. Und zu den 4 Spielen kommen wir jetzt. Und auch für das 4. Spiel brauchen wir 2 aufgeweckte Kandidaten. Jetzt haben wir eine Power-Mannen-Runde. Und zwar mit dem Karl und mit dem Mike. Hey, kommen ja da reinzulaufen wie Boxstars. Wie fühlt man sich so, wenn man so in einem Fernsehstudio ist? Es geht, ja. Es geht so. Und für dich, Mike, wie ist das so? Gut. Gut. Ja. Sind ihr dann gestern schon im Publikum gewesen bei uns? Wir sind ja schon den 2. Tag da an der Messe. Ja, ich. Du schon? Ja. Den ganzen Tag? Oder? Ja, es geht, ja. Und wieso fasziniert dich das Fernsehen so? Weiß doch nicht. Willst du mal Star werden? Nein. Nicht so? Nein. Wieso nicht? Weiß doch nicht. Ja, aber wenn du so gerne im Fernsehen kommst. Und hast du wenigstens einen Fanclub dabei, der dich ein bisschen unterstützt? Ja. Wo ist der Fanclub? Wo ist der Fanclub? Bashi. Ja, so nein, in der ersten Reihe hocken sie, aber man hört sie fast nicht. Nein, also das muss noch besser werden im Laufe dieser Sendung, oder? Ja. Musst du dich ein bisschen motivieren? Hei. Mike, hast du auch jemanden mitgebracht? Ja, eine Kollegin und noch jemanden Erwachsenes. Jemand, Mami oder Verwandte, Nachbarn? Oder? Ja. Ja, was? Eine Kollegin. Eine Kollegin von deiner Mami, oder? Ja. So ungefähr. Das ist ein bisschen kompliziert wahrscheinlich. Also dann lassen wir das einmal. Gehen wir zu unserem Spiel. Das ist eigentlich ganz einfach. Es hat 2 gleiche Bilder da unter diesen Tafeln versteckt. Und die müsst ihr finden. Mike, kannst du gerade mal 2 Tafeln auswählen? Hoffentlich sind das die richtigen 2 Bilder. A1. A1. Ein Fernseher. Und F2. F2. Hey! Das ist Hey! Ich höre da schon vom Karl schon ein bisschen nichts. Hey, das Glück steht eindeutig schon auf deiner Seite, ohne etwas zu wissen, gerade die richtigen 2. Mach gerade weiter so. U1. U1. Ein Knochen. Und B3. B3. Ist kein Knochen mehr, das ist der Winslow. Das hat also nicht mehr geklappt, aber wir sind ja erst am Anfang von unserem Spiel. Jetzt schauen wir, ob der Karl auch ein Glück hat. U3. U3. Cat. Z1. Z1. Nein, ist der da. Das ist sein Freund, sein Angewachsener, aber das ist es leider nicht, das gleiche Bild. Also Mike, mach du gerade weiter. B2. B2. Der Futternapf. Und A3. A3, schauen wir. Hey, der Joker! Das heisst, ich decke das Futternapf wieder zu. Bravo! Den Applaus hast du dir auch verdient, weil du bekommst nämlich den Schlüsselanhänger von Nickelodeon. Und der begehrt dich an, weil der ist so beliebt. Freust du dich ein bisschen? Mhm. Okay. Dafür darf jetzt der Karl gerade weitermachen mit aufdecken. F1. F1. Den Futternapf haben wir doch und schon mal nicht. B2. B2, sagst du? Ja. Ja. Ja, tatsächlich! Dein Fanclub klatscht für dich. Aber die richtigen Bilder musst du gleich selber finden. Wo Z3. Z3. Der Winslow. B3. B3, bist du ganz sicher? Ja, Winslow! 7 wachen langsam deine Leute, aber es kann noch kräftig werden, der Applaus, wenn du wieder die richtigen Bilder findest, Karl. Z2. Z2. Der Knochen. U1. U1, schauen wir uns das an. Hey, schon wieder ein Knochen. Es fehlen auch andere Leute für dich, auch die du nicht kennst, hast du natürlich verdient. Du kannst ja gerade hier abräumen, also mach gerade. F3. F3? Ein Wecker, den haben wir doch noch nicht gehabt. A2. A2? Nein, du hast Glück!
Ich glaube das einfach nicht. Ihr habt extrem Glück. Also komm, jetzt hast du noch 4 Tafel. 2 und 2. Welche 2 willst du? B1. B1. Mit dem Cat. U3. U3? Tatsächlich! Karl, das heisst, die letzten beiden kann er eigentlich auch noch gerade schenken. Mit dem Dog. Die Punkte kannst du gerade auch noch haben. Und die rühren wir noch am Boden, weil die nicht mehr haben. Karl, du hast dir 60 Punkte erspielt. Mike, du dir 10 Punkte. Er hat dich fast nicht mehr dazu geholt. Er hat einfach gerade abgeräumt. Aber weil du so gut gespielt hast, bekommst du unser SFDR-Spot-Tüchli. Das ist im Moment ziemlich noch zusammengepackt. Also das ist irgendwie zusammengepresst. Ich weiss nicht, wer da drauf gestanden ist, dass sie das reingebracht haben. Das. Du musst es einfach nass machen. Dann wird es riesengroß. Dann musst du es halt wieder trocknen, bevor du drauf leist. Ja. Drauf ist eine. Merci. Gibst gern schön. Und den Joker hast du auch. Hey, den Schlüsselanhänger. Den musst du aber gut in den Hosensack verstecken, weil sonst ist er weg. Das ist gut. Und du bekommst natürlich das Badtuch auch schon mal. Aber es ist noch nicht alles. Weil du ja unser Sieger bist, bekommst du das Spiel passend zu der Spielzeugmesse. Das wünsche ich dir. Mit dem viel Glück. Du hast ein bisschen Freude. Spielst du auch mal gern? Ja. Und wo gehst du jetzt gerne spielen an der Messe? Ich weiß es noch nicht. Weißt du noch nicht? Mhm. Oder bleibst du bei uns, da, beim Workshop und so? Aber schon, ja, ich komme dann wieder. Kommst du noch wieder? Das ist immer gut, wenn wir Leute haben. Und du, Mike, gehst du noch an irgendwo? Ich gehe noch ein bisschen rumschauen. Ja. Und vielleicht noch zum Mittagessen und so? Oder hast du schon gehabt? Ja, habe ich schon. Hast du schon gehabt? Also mit vollem Bauch noch ein bisschen rumschauen. Ist doch schön. Ich gehe nachher auch noch ein bisschen rumschauen. Genau, und unser Publikum auch. Ja, das vierte Spiel ist fertig für heute, aber wir sind natürlich auch morgen wieder da. Viermal spielen wir live für euch vom 10 vor 12 bis um 13:30. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Am Wochenende spielen wir zwar nicht live, aber ihr könnt natürlich hier auf Bern an Swisstoy kommen und mit uns im Kick mitspielen. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.